von Cooltronics. Würde mich mal interessieren, wie viele Rolex, die China-Version, vom verstorbenen Opa, Vater, Onkel bei Bares für Rares auftauchen? Das kann ich gar nicht genau sagen, weil die Fälschungen werden ja von den Experten erkannt und dann aussortiert. Wir haben hier eine Redaktion, wir haben Kunstsachverständige in der Redaktion sitzen, die auch schon mal eine Vorauswahl machen, weil es gibt jede Menge Fälschungen. Ja. Also ständig. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, manchmal muss man auch ein bisschen Detektiv spielen. Sind die Sachen vielleicht auch mal gestohlen worden? Da gibt es eine Art Loss-Register, was überprüft wird. Dann eben ist es authentisch, ist es original, bevor es zum Experten kommt und der es dann auch nochmal bewertet. Also, da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Also wir prüfen die Objekte schon auf Herz und Nieren und ihr könnt immer sicher gehen. Jede Rolex, die bei uns verkauft wird, das ist eine originale Rolex.